kriegst hin. Können wir mal probieren, ob wir die anderen Dinge einfach nachholen jetzt schon. So, wie kommen wir an das Ding? Okay, ich weiß wie. Ja, es haben weniger Leute Exodus abgeschlossen als das geschafft. Wahrscheinlich einfach nur, weil... Ah ne, wir haben das schon mal probiert, uns mit da dranhängen und dann... Stimmt, Leute, wie kommen wir denn da dran? Wie kommen wir da dran? Also Hollow hat bisher auch die anstrengendste Musik, muss ich sagen. Ah, warte, können wir von da dann wieder darüber? Okay, ich glaube, ich weiß wie. Ich habe einfach nicht in Betracht gezogen, dass ich nochmal einen Clip höher muss. Ah, dieser pixelgenaue Jump ist echt widerlich. Okay, wir haben ihn. Dann fehlt uns einer in Level 6. Verkackt. Was mich hier stört, an der Seite kann man hier auch was kaputt machen. Da ist wahrscheinlich ein Secret oder sowas. Aber Secrets interessieren mich nicht. Secrets mache ich am Ende des Spiels. Das ist völlig in Ordnung. Okay, 6 habe ich gesagt. So, das heißt, hier war einer. Oh mein Gott, wie komme ich denn an den? Okay. Wie komme ich an den Kollegen dahin? Muss ich da erst wieder auf der anderen Seite irgendwas auslösen? Hier so, einfach jetzt hier so ein... Ja, wusste ich's doch. Ah, okay. Das ist super gemein mit dem Auslösenzeug, aber gut. Löse ich das dann hier nicht automatisch aus? Ja. Roxas, ich find's super geil. Also ich habe mächtig Spaß an dem Spiel. Fuck. Ich denke, das merkt man ganz gut, oder? Wie sieht's aus? Nein! Dammit. Okay, den kriegen wir auf jeden Fall auch. There we go. So, welcher fehlt uns noch? Nummer 8 und 9. Wo fehlt uns denn hier einer? Ich sehe hier keinen. Wahrscheinlich da hinten hinter den Stacheldingern. Aber wie komme ich da hin? Also, wie mache ich die kaputt?
Ich meine, ihr seht auch, was ich sehe, oder? Hier. Da leuchtet's. Hier ist auf jeden Fall was. Aber wie mache ich die kaputt? Oder gehen die kaputt, wenn ich einmal durch bin? Ah, das wäre assi, aber ich kann mir das schon vorstellen. Also eigentlich haben wir zwar noch keine gesehen, die automatisch kaputt gehen, aber naja. Was fällt auf der linken Seite? Ja, und dann? Das ist ja schön, dass das da fällt, aber bringen tut uns das herzlich wenig. Die Frage ist eher, warum ist hier ein Haken? Oh, da fällt der! Oh, jetzt habe ich es erst gesehen! Ah, ich muss hier einfach übelst schnell durch. Ah. Okay. Ja, und wie wir, wie gesagt, zu meinem größten Kritikpunkt kommen, wenn ich einmal verkacke, muss ich das komplett wieder von vorne machen. Das ist halt echt scheiße. Das Konzept finde ich noch nicht so ganz überdacht. Auch hier würde ich so gerne an dieses offensichtliche an der Seite kommen, aber keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das Secret hier hatten wir, ne? Ja. Ich verstehe das wirklich nicht, warum es keine Levelauswahl gibt. Ist ja nicht so, als wäre schon schwer genug. Wahrscheinlich, weil man zu schnell durchkommt ansonsten. Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, man kommt schon schnell durch. Ja, das streite ich ja nicht ab, aber es ist trotzdem unnötig. Muss ich gleich machen. Naja, aber wenn ich zu nah die... Ich muss schon sehr weit wegstehen für die Wall-Jump-Cuts, ne? Okay, ich muss hier super schnell sein, alles klar. Nein! Ja, ich muss mir genau das Angriffsmuster von denen angucken. Das ist schon tough hier. Ha! Fast. Shit, jetzt hätte ich dem nur noch ausweichen müssen. Nein, warum hat er das nicht festgehalten? Damn it. Na. Ja. Nein, ich hätte da einfach nur hängen müssen. Deswegen ist dieser Haken nämlich auch da, damit man da nicht verreckt. Er ist tatsächlich legit nur dafür da, ich bin mir sicher. Okay, haben ihn. So. Und dann fehlt uns hier auch noch einer, dann hätten wir alle. Der ist der da oben. Warum hatte ich den vorhin nicht? Weil ich nicht rankam, ne?
Beziehungsweise ich kam bestimmt dran, aber ich wollte ihn nicht, weil es mir zu doof war. Keine Ahnung. Aber ich habe mir damit doch jetzt nicht wirklich einen Gefallen getan. Okay, schafft man nicht ganz, oder? Das ist scheiße knapp. Warte. Wir probieren es mal so. Nein, noch ein bisschen warten, bis er runterkommt. So. Ich glaube, ich weiß ungefähr, was für ein Jump nötig ist. There we go. Okay, ich habe mir das, schon gedacht. Jetzt gibt es halt nur einen Haken, dann auch noch lebend rauskommen. Dann auch noch lebend rauskommen, ey. Das ist ein schwieriger Sprung, kein Zweifel. Na? Dann musst du Frame genau springen. There we go. Ach scheiße, das da hinten muss ich auch nochmal betätigen, ne? Scheiße! Ja. Nice. Hab ihn. Hallo, ist abgeschlossen. Ich kann gerne nachgucken, wie oft ich gestorben bin. Ich bin gestorben. Bestimmt schon über 1000 Mal. 1960 Mal in 5 Stunden 40 Minuten. Hab aber auch schon 53% einfach durch. Ibims, gar nicht so schlecht. So. Ja, dann machen wir, würde ich sagen, halt oben bei Exodus auch noch alle fertig. Auch wenn ich die sehr, sehr schwer... Also Exodus fand ich mit Abstand... Das ist ja das hässlichste Level. Unter anderem wegen den Kugeln. So. Boah, hab ich grad Bock auf Pommes, ey. Ich hab grad so einen Pommesduft in der Nase, obwohl das gar nicht sein kann. So. Warum im Main-Menü 53 und im Map 60? Weil es anders berechnet wird, je nachdem wie viel ich von den Discs habe und von den Tumoren und so. Ich kann mich zu Split porten, ja, aber da kann ich leider noch nicht weiter. Zumindest wüsste ich nicht wie. Hoppala. So, hier fehlt mir einer. Okay, der da hinten. Kann das sein, dass mir der fehlt, weil ich das Level nie gemacht habe? Kann das sein, dass wir das Level nie gemacht haben, weil wir den oberen Weg zuerst gegangen sind? Habe ich so ein Gefühl. Weil der ist jetzt nicht so schwer. Also sieht zumindest nicht so schwer aus, dass ich jetzt gesagt hätte, na, den machen wir erst später im Spiel. Aber ja, das mit den Spikes ist ein bisschen nervig. Damn. Ja, bitte keine weiteren Geschosse im Spiel. Die Raketen reichen mir völlig.
Der Jun. Oh, ich muss auch schnell genug wieder darüber, sonst schaffe ich es nicht hoch. Okay. So, dann fehlt mir noch Nummer 5. Ist 5 dann oben? Ah, okay, warte mal. Shit. Bevor das wir Hollow erstmal durchhauen. Hollow hat eigentlich mit Abstand die nicht so schönste Musik. Ah, ich glaube, ich kann mich da oben nochmal festhalten. Ich glaube, dann ist es realistischer, dass wir da hinkommen. Oder was heißt festhalten einfach? Oh. Hi, hi, hi! So nicht. Wow, du machst jetzt Pommes? Das ist aber nicht fair. Hm. Ja, ich kann mir jetzt leider keine Pommes auf die Schnelle machen. Schade. Muss ich wohl morgen Pommes essen. So. Ist das hier 5? Ne, das ist immer noch 3. War das hier 5? Das hier ist 5. Hier fliegt bestimmt irgendwo irgendwann einer vorbei und ich habe den beim letzten Mal entweder nicht gesehen oder wollte ihn nicht machen. Ah, ne, das war der mit dem Rauch, wo Kid gesagt hat. Ja, richtig. Aber ich konnte ja nicht mehr zurück. Ja, I remember. So, Nummer 5 hätten wir damit auch. Hier war Secret. Du kannst mich mal. Damit fehlt mir noch Nummer 7. Und Nummer 13. Ne, und Nummer 12. Ne, und Nummer 13. Ja. Ich muss hier einen abwarten, das hilft nix. Hi! Hi, 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 hi. Was ist das jetzt? SS Exodus? Das ist wieder was völlig anderes. Das ist jetzt S6. So, was habe ich gesagt? 7? 7 fehlt mir. Wundert mich kein Stück, dass mir das fehlt. So, wie viel wolltest du haben? Oh, ich habe offensichtlich schon genug. Nice, the future part 2! Oh Gott. Leute, the future part 2. Mal greifen die mich an? Ach, da oben ist die Diskette schon. Es ist tatsächlich nur dieses eine Level. Oh, das ist hart. Ja, dieser Höllenhund ist übel. Okay, die greifen mich an der Seite offensichtlich an irgendwann. Interessant. Okay, wenn ich jetzt noch lerne, dem Hund auszuweichen, dann kriegen wir das hin. Es sieht fast so aus, als könnte man das mega easy machen. Wenn man den Hund irgendwie sehr frisch ablenken kann. Ah, das war schon fast richtig, Leute. Das war schon fast richtig. Oh nein, das war nur ein Schlüssel. Und dann? Oh no, es gibt wirklich 2. Ja, stimmt schon, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen.
Komm. Da, dammit. Okay. Wir sind nah dran. Oh, das ist ja echt schlimm, dass es nur Schlüssel sind. Scheiße, ich komme da nicht so ran, wie ich gerne hätte. Warum mussten die auch so einen Kackhund einbauen? Da hätte ich jetzt noch einmal drüber springen müssen, dann hätte ich es, glaube ich, geschafft. Also den Anfang, denke ich mal, mache ich richtig. Also nicht so. Oh, der arme Ash hier in the future. Sondern so. Ich denke, der Anfang ist schon komplett richtig. Nein, ich dachte, ich kann den Hund jetzt in die andere Richtung lenken. Hat aber nicht funktioniert. Hier soll er mich mal hier ab. Das war gut, das war gut. Oh Gott, was machen wir denn jetzt hier? Noch mehr sammeln? Hey! Damn. 2 Stück gerade im First Try, das war eigentlich ganz cool. Was zum Geier? Habt ihr das gesehen? Hören die auch mal wieder auf? Okay, die hören wieder auf. Ich dachte schon, das bleibt so. Oh, wow, 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 wow! Was? Mit was für einem Affenzahn die dann plötzlich ausrasten? Okay. Schneller. Alter, wie sie mich einfach auffressen. Das schafft mir noch halb dran, ne? Halt dich fest. Okay. Nein! Ach, der blöde Hund. Das ist kein schöner Party gerade, muss ich sagen. Okay, jetzt komm, jetzt ist der Bauzi weg. Schneller. Jetzt frisst es einfach komplett kaputt. Okay, guck mal, so kriegen wir den am Anfang komplett woanders hin. Das ist doch schon mal praktisch. Nein! Okay, ich muss es gerade so machen, wie ich es gerade gehabt hatte. Das war ziemlich gut. Dass ich mich da oben irgendwie festhalte. Ich schaff's nicht. Ich muss auf der Plattform bleiben. Das
verschiedene Theorien probiert. Funktioniert nicht ganz. Ja, Leute, wenn das aber mitten ins Bild geht, ist das schon scheiße. So, genau so wollte ich es haben. Na, den hätte ich jetzt schon... Okay, ich gebe es hiermit offiziell bekannt. Diese Hundetypen sind die schlimmsten. Die gehen mir richtig auf die Nerven. Und es ist so unnötig, dass die an der Seite auch noch rauskommen. Das ist mit dem Hund doch schon schwer genug. Okay, nur noch einer, nur noch einer, nur noch einer, nur noch einer. Komm her, komm her, komm her. Nein! Oh! Einer. Nein, warum kannst du nicht nach unten chargen? Okay, es ist, das ist ein sehr heftiges Level. Ich habe das bei Meat Boy schon nicht leiden können, wenn ich 4 Schlüssel in einem Level habe sammeln müssen. Da konnte ich das schon genauso wenig leiden. Komm, der Hund ist weit weg. Go, 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 go. Und dann ist er zu nah, wenn ich zurück will. Ich glaube, man braucht einfach nur... Oh, hätte ich den jetzt da gesnackt? Okay, komm, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es, jetzt schaffe ich es. Ja, ja. Ja. Oh, yes. Ich hab's. Oh. Nice. So, dann können wir uns das Iron Card Ding noch angucken. So, 8. Hat uns bei 8 was gefehlt? 1, ne, bei 7. Wieso denn hier? Ah, da, ich sehe ihn schon. Das ist so ein typischer, ich komme erst, nachdem du schon mit dem Level durch bist. Ein richtiger Assi. So. Ist das Spiel eigentlich schwerer als das klassische Super Meat Boy? Nein. Auf keinen Fall. Nummer 13 fehlt uns jetzt noch. Festhalten, lieber Ash, festhalten. Oh wow, das war gemein. Von uns zu wettet, irgendwann kommen die absolut ekligen Level. Das erwarte ich von einem Edmund leider auch, ja. Es wird wohl passieren. Als ob er mich da gerade abgeschossen hat.
Das wird wohl passieren, früher oder später. Und hallo von dazu. Wirklich jetzt? Jetzt stelle ich mich gerade wieder ein bisschen dumm an. Ash fällt von Stein. Die Frage ist, ob ich die ekligen Level dann auch spiele. Davon dann zu. Bist wohl noch nicht so lange dabei. Du kennst Mr. 100% noch nicht. Reicht das eigentlich, das Item aus dem Future Level zu bekommen sollen, oder musst du den 100% im Warp-Punkt benutzen? Ich denke, es reicht, weil das Achievement habe ich bekommen. Wüsste nicht, warum ich da noch in die Warp-Zone müsste. Ist auch ganz gut, dass ich in die Warp-Zone nicht rein bin, weil das ermöglicht mir nämlich, hier noch an die Map zu kommen, an die ich will.